Hallo äh, zusammen, hier ist die Deutsche und ich für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen Erfolg, den wir einmal unter Erkunden und dann Dracheninseln finden und hier haben wir heute das Achievement Symbol der Hoffnung und für dieses müssen wir Folgendes machen. Lasst 10 Hoffnungsdrachen frei, die von einem Einheimischen der Küste des Erwachens angebunden wurden, während ihr auf die Rückkehr der Drachenschwämme wartet. Und das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Also eine ganze Menge. Und die sind relativ an hochgelegenen Orten. Und da bin ich jetzt gerade an dem ersten. Ihr seht, da hinten ist schon so ein fliegender Drache. Und wir sind jetzt hier einmal in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 73 37 und hier auf dem Turm oben haben wir den ersten Drachen. Den lassen wir jetzt mal frei und dann müsste eigentlich schon einer quasi zählen. So, seht ihr, da flattert er weg und den ersten Botschaft haben wir dann einmal Botschaft von schwingen Rast haben wir dann schon mal abgeschlossen. Dann sind wir am zweiten Punkt und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 57 20. Und auch hier ist es wieder so, dass wir einmal auf so einem hochgelegenen Turm sind. Dort haben wir auch wieder einen von den Drachen angebunden. Und den machen wir jetzt einmal auf. Und dann haben wir das Konservatorium hier. Und dann zeige ich euch, wo das genau war. Also ihr seht, hier sind diese zwei Türme und quasi der linke von beiden hat das Ding dabei. Und nochmal kurz auf der Map hier oben an dem Konservatorium dran. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 4940. Und hier ist es diesmal jetzt, naja doch, ist es doch wieder so ein Turm, aber wir sind nicht ganz oben, sondern bei so einem kleinen Vorsprung, wie ihr hier seht. Und dort haben wir dann einfach den Drachen dran hängen. Klicken wir drauf und dann schauen wir nochmal, ähm, wo das genau ist. Also hier an dem Weg entlang und hier oben bei diesem kleinen Vorsprung. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 57, 46. Das ist auch wieder ein relativ hochgelegener Turm, wie ihr seht. Da hinten ist dann noch ein größer. Wir sind auf dem kleineren von beiden und da können wir dann auch einfach das Ding wieder anklicken, den Hoffnungsdrachen um, haben dann quasi das nächste abgeschlossen. Dann haben wir den nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 72, 53. Und hier haben wir jetzt auf diesem Tor einen Drachen drauf und zwar, wenn wir jetzt hier rausgucken auf dem linken Pfeiler vom Tor, das können wir auch einfach dann anklicken. Dann sind wir als nächstes auf den Koordinaten 56, 58. Hier ist es auch wieder ein Turm und zwar können wir jetzt hier mal einen Ticken rausgucken. Unten seht ihr, da ist die Brücke und der Fluss. Und hier oben haben wir dann einmal das Türmchen stehen. Wir sind hier relativ niedrig im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir vorhin abgeflogen sind. Dann sind wir jetzt nur ein kleines Stück weiter, hier hinten bei der Turm, wo wir gerade waren. Und jetzt sind wir wieder auf so einem Podest bei den Koordinaten 50, 55. Dann klicken wir das auch an. Halt, Stopp, da haben wir es. Und dann sind es jetzt nur noch drei. Als nächstes sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 43-63 beim Obsidian-Bollwerk hier oben. Und dort auch wieder auf einem kleinen Turm, der, naja, nicht mehr ganz so viel hermacht, ist schon ein bisschen abgerissen. Und dann sind es nur noch zwei, die fehlen. Dann sind wir auf dem nächsten Spot angelangt. Wir sind wieder an einem Turm. Wer hätte es gedacht? Jetzt hier oben auf den Koordinaten 61-81. Und dort sind wir jetzt auch wieder auf so einem kleinen Turm drauf. Hier können wir dann den vorletzten Drachen einmal anklicken. Hier hinten seht ihr schon das Aquädukt, das von Waldracken runterführt. Dann sind wir am letzten Spot und zwar haben wir jetzt noch das hohe Blätterdach. Das ist einmal hier ganz unten, jetzt ziehen wir es ein bisschen rüber, auf den Koordinaten 24, 89. Und ja, dort haben wir den kleinen letzten Drachen. Hier auf so einem kleinen Plateau. Ihr seht, ein paar Flacken sind hier auch mit dran. Das klicken wir an und dann müssten wir mit dem Achievement fertig sein. Und tada, da ploppt das Ding auf und es sind wieder 5 Achievement-Punkte mehr. Gut, damit sind wir am Ende vom kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.